Liebe Feste und Ehrengäste, als Adelhundel bin ich gekommen und habe dieses Fass ganz forsch erdrungen, ganz ohne Geschenk nur in dem großen Gewicht. Und ich sage euch allen offen ins Gesicht, ganz Thüringen muss kaum sich sparen, weit mehr als in vergangenen Jahren. Nur euch zu grüßen, frohen Blicks, des Thüringen, des Deutschlands. Doch, alle lassen wir uns nicht vergessen, sondern tun den vollen Zügen in unsere Jubiläumsjahre genießen. 850 Jahre feiern die ganze Stadt, weil man aus selbst die so geurkundet hat. Ein besonderes Highlight schon früh im Jahr ist der Banner Schafwald. Das ist uns doch allen klar. Mit Sportlerrecht, mit großen Sehungen und Tuch in der gibt es sich viel Prominenz bei uns in diesem Jahr, das Ende. Ihr seht, zum Frühlingszeit gibt es mächtige Grund, auch die Haare warten schon im Vor und die Männer in ihren bunten Trachten, die Damen sind auch nicht zu verachten. Drum will ich mit meinem Leben euch nicht verdrießen, ihr sollt mit mir den Ball genießen, so lasst uns rasch das Tanzbein schwingen und den Ball genießen mit allen Sinnen. Als euer Rat und die Bank sage ich nur Tschüss und herzlichen Dank. Tschüss. Danke an den Martonkel und Jüngerbücher, Herr Minister Adre, Dirigent Herr Herrstein, als Festleder begrüßen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Herr Baum, sehr geehrte Festgäste, liebe Granatenscharen. Auf dem Weg hierher hatte der Oberbürgermeister einen guten Rat mitgegeben. Bin wirklich gerne gelassen. Bitte machen Sie es aus. Ich will diesem Vorschlag gerne folgen. Denn ich weiß, im Mittelpunkt des heutigen Abends sollen nicht lange Reden stehen, sondern die Tradition der Banatersprache. Ein kluger Kopf hat einmal gesagt, Tradition heißt nicht Asche zu bewahren, sondern eine Flamme am Brennen zu erhalten. Wenn ich in die Augen der Trachtenträgerinnen und Trachtenträger schaue, dann sehe ich die Flamme der Banater Schwaben. Und ich denke, sie sind mit dir einer Meinung. Ich soll es kurz machen und wir freuen uns wirklich rasch auf die Darbietungen der Gruppen, die vor uns stehen. Ganz ohne Worte geht es nicht. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn ich einige wenige Worte an Sie richten möchte. Als Vertreter des Landes ist es natürlich meine vornehmste Pflicht, Ihnen die Grüße des Schirmherrn dieser Veranstaltung des Landesgartenfestes zu überbringen. Sie wissen, es ist kein Geringerer als der Ministerpräsident dieses Landes, Baden-Württemberg. Ministerpräsident Erwin Teufel hat mich beauftragt, Ihnen die Grüße und die Glückwünsche zur heutigen Veranstaltung zu überbringen. Und ich tue dies gerne und fühle mich mit diesem Auftrag sehr geehrt. Glaube ich, keinen Politiker im Lande Baden-Württemberg und auch darüber hinaus, der in glaubhafter Weise, der nachhaltiger als er, die Interessen der Heimatvertriebenen, die Interessen der Donauschwaben und, ich darf auch sagen, die Interessen der Banater-Schwaben vertritt. Als Abteilungsleiter im Innenministerium habe ich oft Gelegenheit, an Veranstaltungen des Ministerpräsidenten teilzunehmen. In keiner Rede steht das Zitat von Otto Hahn, der sagt, wer nicht um seine Heimat weiß, der hat keine Zukunft. Und
Kirgisistan und so, Herr Ministerpräsident, nur der ist treu, der die Heimat liebt wie du. Ich denke, wenn auf jemand dieses tut, dann auf Imanator Schwabe. Ein geflügeltes Sprichwort sagt, tue Gutes und rede darüber. Als Vertreter des Innenministeriums, als zuständiger Abteilungsleiter, der das Geld, das wir Ihnen für Ihre Arbeit geben, verwaltet, bin ich natürlich versucht, Ihnen aufzuzählen, was wir alles Gutes tun. Ich will das heute Abend nicht tun, denn ich weiß, Ihnen ist bewusst, was in diesem Lande für die Donauschwaben, für die Banaterschwaben alles geschieht. Auch ein anderer Grund veranlasst mich heute darauf nicht mehr einzugehen. Sie wissen, die Zeiten sind schwieriger geworden, der Gürtel muss allseits enger geschnallt werden. Ich weiß nicht, wenn ich heute Ihnen verspreche, im nächsten Jahr steht das gleiche Geld zur Verfügung, ob dieses morgen überhaupt noch zutrifft. Die Sparkommissare im Lande sind überall unterwegs. Und ich habe mir überlegt, wenn Sie bei uns anklopfen sollten, wegen der Mittel, die wir für diese schöne Arbeit zur Verfügung stellen, dann würde ich den Herren einfach vorschlagen, kommen Sie doch einfach mal nach Göppingen zum Landestrachtenfest, zum Landesball, zum Schwabenball, dann sehen Sie, dass das Geld, das wir ausgeben, bei Ihnen gut angelegt ist. Jedenfalls will heute an dieser Stelle Ihnen versprechen, dass wir alles tun, um die Arbeit, um die Kulturarbeit, die Sie in unserem Lande, wie ein wichtiger Bestandteil auch unserer Kultur ist, dass diese weiterhin so gepflegt werden kann. Lassen Sie mich noch auf ein Ereignis hinweisen in diesem Jahr. Ein Ereignis, das auch mit dem Banater Schwabe zu tun hat. Wir feiern in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Landespatenschaft über die Volksgruppe der Donauschwabe. Wir wollen im Oktober einen großen Festakt in Stuttgart veranstalten. Und ich darf heute schon zahlreiche von Ihnen, vor allem die Trachtenträger, einladen. Lassen Sie diese Veranstaltung zu einer eindrucksvollen Demonstration der Kultur auch der Banater Schwaben werden. Lassen Sie mich nun zum Schluss kommen. Ich habe ja versprochen, ich mache es kurz. Jean Paul hat einmal gesagt, die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können. Heute sehen wir, wie Sie die Erinnerung an Ihre Heimat in Banat feiern. Eine Heimat, die ich im vergangenen Jahr zum ersten Mal selbst auch vor Ort erleben durfte, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Deutschen Staatstheaters in Temeswar. Ich denke, diese Erinnerung ist eine gute Erinnerung und die Trachtengruppen stehen dafür, wie sehr gerade Sie, die Banater Schwaben, Ihre Liebe zur Heimat geben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben und wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend, vor allem im Angesicht der Trachtenträgerinnen und Trachtenträger. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat nun der Botschafter der Republik Rumänien, seine Exzellenz, Herr Adrian Genza.
Sehr geehrter Herr Rau, sehr geehrter Herr Kastrup, sehr geehrter Herr Mesch, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Hellstein, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Beratungsschaften, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Sie heute hier in Göttingen, in dieser wunderschönen Stadt, im Namen der rumänischen Regierung begrüßen zu dürfen. Es ist das erste Mal, dass ich am Landesaktenfest der Beratungsstabe in Baden-Württemberg teilnehme. Für Ihre freundliche Einladung und Aufnahme bedanke ich mich ganz herzlich. An dieser Stelle möchte ich meine Anerkennung für all das, was die Beratungsstaben für Rumänien in den vergangenen Jahrhunderten geleistet haben und heute leisten, zum Ausdruck bringen. Rumänien betrachtet die Deutschen nach wie vor als einen wichtigen Pfeiler seiner multikulturellen Identität, gerade in einer Zeit, in der das zusammenwachsende Europa den Dialog zwischen den Völkern und Kulturen, Einheit in der Vielfalt, als eines der bedeutendsten Projekte anerkennt. Sie als Beratungsstaben haben das über Generationen vorgelebt. Sie haben auch in schwierigen Zeiten gezeigt, dass friedliche Zusammenleben im Dialog begründet ist. Gerade auch das Stück Zwei Schwestern von Hans Scherer, das vom deutschen Theater aus Dömisch war, während seiner Deutschland- und Rumänien-Ende vergangenes Jahres gespielt wurde, zeigt es auf eindrucksvolle Art und Weise. Ich habe mich sehr gefreut, festzustellen, dass sich die Tournee, die auch mit der Unterstützung der rumänischen Botschaft stattfand, in der Bundesrepublik eine so gute Resonanz erfreut hat. Die Tatsache, dass Sie die Beratungsstabe in Deutschland den Zusammenhalt suchen, Traditionen pflegen, Erinnerungen austauschen, zeigt Ihre nach wie vor sehr starke Bindung zur Heimat, die uns sehr freut und ehrt. Wir wissen das aufgrund der einzelnen persönlichen Erfahrungen, diese Beziehung nicht immer einfach ist. Wir in der rumänischen Botschaft sind bereit, Sie in Ihren Anliegen zu unterstützen. In diesem Sinne freut es mich, Ihnen zwei junge Mitarbeiter unserer Botschaft in Berlin, Herrn Michael Kremmer, ein beratender Schwab aus Dänemark, und Herrn Herr Weiße, ein 700-Sachsen, aus Heimatstadt, vorzustellen, denen als Angehörige der deutschen Minderheit in Rumänien eine wichtige Mitarbeiter in diesem Sinne zu kommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der jüngste Europäische Rat in Brüssel hat im Dezember 2003 das Ziel Rumäniens und Rumäniens 2004, die Verhandlungen mit der EU abzuschließen und im Jahre 2007 der EU beizutreten, als gemeinsames europäisches Ziel begleitet. Als Botschafter meines Landes in der Bundesrepublik stelle ich mit Genugtuung fest, dass all unsere Partner und Freunde in Deutschland, sowohl die Behörden als auch die Zivilgesellschaft und die politischen Parteien und Verbände dieses Ziel unterstützen und dementsprechend die Rumänien dabei helfen, eben das gemäß dem EU-vereinbarten Partner für den Beitritt zu verbinden.
für Ihren Beitrag zur Erreichung dieses Ziels danke ich Ihnen im Namen meiner Regierung ganz herzlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Ball und einen schönen Abend. Ich danke Ihnen für die Zeit. Exzellenz, vielen Dank für Ihre Freude.